absolut viele. Ja, die kommen dann. Die können das irgendwie hier, glaube ich, gar nicht verstehen. Nee, natürlich nicht. Was ist für mich? Und dann, was denn nicht fein? Das war nicht fein. Ja, aber dass sie das nicht irgendwann checken, das finde ich immer so. ist die Todeskralle, nenne ich das immer. Ja, aber das ist bei vielen Tieren so, auch bei Affen. Wenn man da ein Loch macht, wo die gerade mit der Hand so reinkommen und da was reintut, irgendwas zu essen, dann greifen die und dann kann man da hingehen. Die können nicht mehr weglaufen, weil die es nicht loslassen können. Das habe ich mal gesehen, so fangen die immer in Afrika, die Affen. Wie? Nochmal. Die machen ein Loch rein, in einen Baum oder irgendwo rein. Dann tun die da irgendwie ein paar Würmer rein, was die Affen gerne essen. Die finden das interessant, gehen da hin, greifen da rein, packen sich die Würmer. Und dann können die wirklich da hingehen und die kriegen, machen die Faust nicht mehr auf und kriegen die Faust nicht mehr raus. Und dann gehen die da hin und können sich einfach die Affen quasi einsammeln. Das ist total verrückt. Ja, ich habe jetzt im Gegenteil mal gesehen, wie schlau diese Affen sind. Aber das ist blöd, ein bisschen loslassen. Ne, die können dann irgendwie, die wollen das haben und wollen damit weglaufen, aber die lassen dann in dem Moment nicht los und wollen aber weg und kriegen aber trotzdem die Hand nicht aus diesem Loch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich war ja nicht. Und dabei sind die sonst eigentlich mega intelligent. Tier war so schlau. Oktopus scheinen echt. Oktopus ist ja auch schlau. Echt? Das wusste ich auch nicht. Das wird ja nie irgendwie hinter dem Flutsch vermuten. Also, gut, die haben schon einen großen Kopf. Ja, und okay, Raben ja sowieso. Ja. Raben. Die da große Zeit, ich meine, es wären Raben gewesen, die nehmen nicht nur Werkzeuge, die machen sich auch ganz spezifische Werkzeuge für die Aufgabe. Die passen sich auch der Umwelt an. Wenn die eine Nuss haben und die kriegen die nicht geknackt, dann legen die auf die Straße, das Autos rüberfahren. Ja, und dann gehen die da hin und essen das. Sowas ist das schon das eine ganz große Überlegung. Ja, ja, klar. Wie mache ich das jetzt? Ich hatte auch damals einen Raben. Da gibt es noch Bilder von, da sitzt er bei mir auf der Schulter, wenn ich Mathehausaufgaben mache. Hat er diese Hunde angesprochen, ich dachte. Er hat auf jeden Fall immer geguckt, das sieht total verrückt aus. Ja, kann man vorstellen, sieht aus wie ein richtiger Rabe. Also so ein großer. Ja, also das ist kein, ja schon enorm. Da gibt es noch, hast du die Bilder schon gesehen? Von dem Kontakt. Nee. Und wieso? War das der Inhalt? Das war ein Babyvogel, den haben wir gefunden. Ah, oder meine Eltern haben den gefunden, haben den dann aus Holland mitgebracht. Und den habt ihr dann schon. Den haben wir dann großgezogen. Und der ist aber irgendwann abgehauen, oder? Die haben ihn ausgewildert. Ah, okay. Jetzt stand das, wo wir eben im Tierpark in Alsdorf ausgewildert haben, stand Rabe plündert Schulkantine. Also der ist quasi in die Kantine reingegangen, das war so ein Fußgänger, der flog auch eigentlich total ungern. Und hat dann da wohl die Schulkantine geplündert. Du meinst, das war dein Rabe? Der kannte ja Leute, der hatte ja keine Angst. Also, okay. Das war dem ja. Das ist wahrscheinlich einfach da rein. Der kannte das, der hat ja mit mir geschmust, den brauchte ich nur rufen, dann kam der angeflogen. Was für Ersatz? Ja, so in etwa. Dann habe ich noch abends, habe ich dann noch einen halben Garten umgegraben, damit ich irgendwelche Rebenwürmer hatte. Für den. Ja. Stimmt, was jetzt von meiner Leute unterhalten, Mama? Ich bin stolz auf ihn. Das sowieso. Kannst du schon lange mit dem machen.